Ja, herzlich willkommen. Wir sind Tag 2 auf der Berlinale. Mittlerweile haben wir schon mehr Filme gesehen als nur eine Pressevorführung. Und es waren bis jetzt eigentlich ganz interessante Ereignisse. Ich glaube, den Anfang hat gestern gemacht ein Film namens I Used to be Darker über ein irisches Mädchen in den USA, was ungewollt schwanger wird. Und, war das nicht ein Twist? Nein, ich glaube, wenn ein Mädchen mit einem Schwangerschaftstest auf einer Toilette verschwindet und danach weinend rauskommt, ist das, glaube ich. Oh, die Szene kann ich gar nicht. Okay, du hast nicht geschlafen. Ja, da habe ich wohl ein Weilchen gebraucht, um reinzukommen. Aber jedenfalls, man sieht, ne, der Film hat uns ein bisschen mit vielen Fragen zurückgelassen. Frage Nummer 1, was hat der Titel eigentlich zu bedeuten? Ja, keine Ahnung. Kein Schimmer. Was das also wie gesagt, soll, es geht um ein irisches Mädchen und sie kommt dann zu einer Familie, die selbst gerade in so einer Scheidung inbegriffen ist. Und das Ganze ist so gefilmt als ganz, ganz langsam erzähltes amerikanisches Indie-Märchen, wenn man so möchte, mit ganz viel Folk-Musik und Country-Musik. Shaky Cam, alles was dazugehört zu so einem Indie-Drama. Deswegen war ich auch nicht sehr angetan, also irgendwie ziellos ist er sofort hingeplätschert, ohne irgendwie wirklich was zu erzählen, fand ich. Und am Ende dachte ich auch so, okay, hat mir nicht wirklich was gebracht, der Film. Und ja, habe ich direkt wieder vergessen eigentlich im Anschluss. Ich muss sagen, ich fand ihn aber eigentlich sehr gut. Also ich muss ihm absolut zustimmen, der Film hat nicht wirklich eine Narration, er erzählt nicht, er zeigt mehr. Aber ich finde, er ist sehr, sehr schön. Zum einen ist die Musik unglaublich gut. Also wer so amerikanische Folkbands wie Bonnie Prince Billy oder ähnliches mag, der wird die Filmmusik in diesem Film wirklich lieben. Auch fand ich sehr gut, wie der Film diesen Sommer eingefangen hat. Es spielt in Baltimore. Das kennen die Leute von euch wahrscheinlich, wenn dann aus der Serie The Wire. Hier sieht es sehr anders aus, fast wie so eine Südstaatenstadt. Also man kann richtig das Gras riechen, man merkt, wie warm der Sommer ist. Und ja, es geht ein bisschen darum, darum, wie Familien sich vielleicht auflösen, und sie ist im Begriff, eine Familie zu gründen, und beobachtet das alles ganz genau und kriegt natürlich Angst vor ihrer Zukunft. Denn auch in der neuen Familie gibt es eine Tochter, die mit ihr gut befreundet ist, aber die ihre Eltern hasst, weil sie sich scheiden lassen, und das nimmt natürlich alles auf. Also ich mochte das auch, dass der Film eigentlich nur so meandert und eigentlich keine direkte Richtung verfolgt. Es war eher so ein Stimmungsbild als eine Erzählung. Ja, und aber war genau das, was mir überhaupt nicht zugesagt hat. Ja, das kann ich auch sehr gut verstehen. Ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Frage auch, was man gerade für eine Stimmung ist, wenn man gerade so ein bisschen entspannt ist und so. Dann auch das gehen. Danach haben wir einen Dokumentarfilm gesehen, den wir, glaube ich, beide sehr gut fanden. Ja, sehr gut vielleicht nicht, aber schon auf jeden Fall interessant. Also es ging um die Entwicklungshilfe auf Haiti nach dem Erdbeben von 2010, dass es halt beleuchtet wurde, inwiefern das jetzt nicht nur positiv war und dass die Retterstaaten, sage ich mal, eine Heldenposition einnehmen wollen, die aber irgendwie so schon ein bisschen fragwürdig ist in Anbetracht dessen, was eigentlich geleistet wurde. Sehr interessantes Thema, teilweise ein bisschen pathetisch inszeniert, fand ich, aber halt hat davon profitiert, dass es unglaublich interessant war. Ja. Also ich glaube, was manche Leute stören könnte, ist, dass während großen Teil des Films imaginäre Briefwechsel zwischen zwei Freunden vorgelesen wird, der sehr, sehr pathetisch und sehr, sehr prätentiös und dick aufgetragen ist. Ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, wie der Film hieß. Er hieß Fatal Assistance, genau. Und das ist schon sehr spannend, weil es geht wirklich darum, wie nach diesem Erdbeben alle NGOs und Hilfsorganisationen und Spender nach Haiti geströmt sind und das Land aufbauen wollten. Und dachten, das ist jetzt die Gelegenheit, aus diesem armen Land mit Milliarden von Spendengeldern eine moderne Demokratie aufzubauen. Aber gleichzeitig haben sie halt den Leuten vor Ort so sehr misstraut, dass sie ihnen das Geld nicht direkt geben wollten, sondern alles in ihren eigenen kleinen Projekten machen wollten. Ja, und vor allem wollten halt auch alle sich sozusagen als die großen Spender darstellen, indem sie irgendwas aufbauen. Und dann haben sie was. Hier, guck mal, ich habe eine Schule gebaut. Aber den ganzen Dreck wegräumen wollte niemand, weil das sieht man ja nicht. Daran wollte keiner investieren. Alle wollten nur aufbauen. Das ist schon irgendwie sehr verstörend irgendwie, dass das so abläuft. Ich glaube, was den Film ganz gut gemacht hat, ist, dass beide Seiten gleichmäßig zu Wort gekommen sind. Sowohl die NGOs als auch die Haitianer, die Regierung und Betroffene. Und das wirklich Traurige daran ist, dass sich beide Seiten eigentlich komplett einig sind, was so schief läuft und was schief gelaufen ist.
aber dass keine Seite in der Lage ist, das zu ändern, weil sie so gefangen sind in ihren Strukturen und so gefangen einfach sind. Keine Kommunikation stattfindet zwischen den verschiedenen Parteien. Und, genau. Ja. Also jeder ist wieder abhängig von anderen, also auch die NGOs sind abhängig von ihren Spendern und die Spender sind abhängig von PR. Und es ist so ein Teufelskreis. Und letztendlich ist Haiti 2 Jahre später nicht sehr viel weitergekommen als direkt nach dem Erdbeben, trotz hohen Geldern. Als letztes haben wir A Fold in My Blanket gesehen, ein Film aus Georgien. Ich mochte ihn irgendwie. Also ich konnte zwar, oder kann ich immer noch nicht die Essenz dieses Films erfassen. Es ging um worum ging es eigentlich so richtig? Also der Regisseur hat vor dem Film darauf hingewiesen, dass man ihn vor allem als filmisch erzähltes und nicht als narrativen Film wahrnehmen sollte. Ja. Vom Stil her war es so ein bisschen wie so ein Kauris-Mackie-Film mit der Ausleuchtung und die Figuren, die so in mehr oder weniger leergeräumten Sets sitzen und einfach nur schauen. Ja. Irgendwie war es, also ich hab's genossen, aber verstanden habe ich es nicht wirklich, aber genau, es war muss ja nicht immer so. Sehr, sehr viel Symbolsprache und ja, man kann wild darüber spekulieren, was es war. Also es ging um 2 junge Männer, die gern klettern gegangen sind und in Höhlen gestiegen sind. Und kann man interpretieren, wie man will, aber schwierig war es. Postkommunistische Georgien, unterdrückte Homosexualität, was weiß ich. Also was würdest du ihm geben? Ich habe ihm als Kompromiss 6 Punkte gegeben, weil ich zwar schon irgendwie was damit anfangen konnte, also ich habe mich nicht gelangweilt, auf 75 Minuten oder wie lange er geht, ist es ja auch nicht so schwer, aber ich mochte ihn auf irgendeine Weise, aber auch wenn ich ihn jetzt nicht nochmal sehen muss. Also irgendwie. Ich glaube, ich gebe ihm 5 Punkte, weil er schön aussah, aber wenn man schon visuell erzählen möchte, dann muss man auch stringenter visuell erzählen. Und dann ging es heute weiter. Du warst gerade im Wettbewerbsfilm. Ja. In the Name of, ein polnischer Film, in dem es um die Homosexualität in kirchlichen Kreisen ging, fand ich sehr gut. Also hat sich sehr gut dem Thema genähert, dafür, dass es halt ein sehr schwieriges Thema ist. Ein paar Fehler fand ich so, dass Figuren wurden fallen gelassen, also man hat außer zur Hauptperson kaum Bezug zu irgendwem aufbauen können, weil die sich halt immer abgewechselt haben, die Nebencharaktere, und das hat mich ein bisschen gestört. Und gegen Ende wurde es arg dramatisch, hat mich auch ein bisschen an, gewisserweise an Herr der Ringe, den dritten, erinnert, dass man immer dachte, okay, jetzt ist vorbei. Und dann, jetzt kommt der Abspann und dann noch eine Szene und noch eine Szene und noch eine Szene. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist aber vorbei. Und dann kam noch eine Szene. Und, aber sonst im Großen und Ganzen schon sehr gut. Und du meinst, er hat sich dem Thema sehr interessant genähert. Was fandest du anders als bei anderen Filmen? Das ist schwierig. Ich fand, dass der sich halt sehr, sehr authentisch war und halt auch sehr einfühlsam, ohne jetzt wirklich zu urteilen, sondern halt einfach nur gezeigt hat, die Emotionen der Figuren. Das war halt irgendwie schon berührend. Ich habe mich zwischenzeitlich an einen Film gewagt, von dem du mir so ein bisschen abgeraten hast. Ja. Aber ich muss sagen, ich war hellauf begeistert. Es war ein hervorragender Film, und zwar die Dokumentation The Act of Killing. Und darin passiert etwas ganz, ganz Unglaubliches. Ein englischer Filmemacher mit indonesischen Wurzeln geht nach Indonesien, wo in den 60er Jahren nach einem Militärputsch das Militär Gangster beauftragt hat, alle Kommunisten zu ermorden. Und es wurden Millionen von Kommunisten ermordet und gefoltert, aber das wurde nie gesühnt, weil diese Militärdiktatur praktisch immer noch an der Macht ist. Und die Mörder von damals sind heute gefeierte Helden. Die Paramilitärorganisation gibt es immer noch. Die haben ein ganz, ganz verqueres Bild von Gangstern. Die sagen immer, Gangster kommt vom englischen Free Man. Wir sind einfach freie Leute, wir machen, was uns gefällt. Und der Regisseur ist dorthin gekommen, nach Indonesien, und hat gesagt, hey, ihr seid doch Helden, wollen wir nicht für die nächsten Generationen einfach mal auch festhalten, was ihr so Tolles gemacht habt? Und wir drehen jetzt einen Film, einen Spielfilm, und ihr sucht euch aus, wie ihr das zeigen möchtet, was ihr gemacht habt, und ihr stellt das einfach dar und wir machen da einen Spielfilm draußen, so einen Abendfilm. Und es ist unglaublich spannend, weil was passiert ist, dass sich die Täter von damals langsam auch in diese Opferposition begeben, langsam auch wieder die Ereignisse von damals durchleben müssen. Und genau, gerade einer dieser Gangster, der sozusagen damals der Anführer war,
bekommt auf einmal auch die Opferperspektive mit, weil er ein Opfer spielt. Und es ist ganz, ganz beeindruckend. Und der Film geht auch weniger darum, was damals passiert ist oder nicht passiert ist oder genau passiert ist. Es ist praktisch keine Schau in die Vergangenheit, sondern es interessiert ihn mehr die Frage, was wird aus einem Land, was so ein grausames Ereignis nie verarbeitet, sondern glorifiziert hat. Und es ist unglaublich beeindruckend, dieses Indonesien zu sehen. Also man hat da einen Gouverneur, der sagt, wir müssen alle Kommunisten ausradieren, also ein gegenwärtiger Gouverneur. Und die Kommunisten werden ganz zurückkommen, aber zum Glück haben wir die Gangster, weil die Gangster halten sie uns vom Hals. Und die Gangster, das sind die wahren Helden. Und der Film, den die da noch drehen, der wird ganz, ganz grotesk und bizarr. Aber der spiegelt wirklich auch dieses Land wieder. Es ist so ein groteskes Land mit so grotesken Moralvorstellungen, wo sich Leute in nationalen Fernsehen damit rühmen, alle Kommunisten ermordet zu haben, die sie jemals getroffen haben und ganz stolz drauf sind. Es ist wirklich ganz, ganz bizarr. So euphorisch davon erzählt, gehe ich ja glatt los, ihn nochmal zu sehen, um meine Wertung vielleicht zu überdenken. Ich fand ihn damals, also das ist jetzt auch schon 2 Wochen her, irgendwie konnte ich damit, es hat mich weder berührt, noch fand ich sonderlich, also schon interessant gewisserweise, aber ich wusste halt nicht so richtig damit anzufangen, was der Film eigentlich will. Also dann, ich will jetzt nicht über die letzte Einstellung reden, aber also irgendwie hat er mich überhaupt nicht begeistern können. Also für mich war es einfach der perfekte Dokumentarfilm, weil er hat einfach das gemacht, was ein Dokumentarfilm gerne machen wollen, aber eigentlich nie schaffen. Er hat zum einen geschafft, mich als Zuschauer in eine Situation zu bringen, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Also diese Einblicke in die indonesische Gesellschaft und in diesen Verdrängungsmechanismus, der da stattfindet, das ist was, das würde man so außerhalb dieser Dokumentation nie mitbekommen. Und er hat es auf eine Weise mir gezeigt, die auch über das bloße Zeigen hinausgeht, sondern er hat auch über diese groteske Darstellung wirklich tiefere Einblicke vermittelt. Und auf der anderen Seite hat sie auch was geschafft, was auch die wenigsten Dokumentationen über Verbrechen oder Verbrecher schaffen. Sie hat es tatsächlich bewirkt, in einigen dieser Leute ein Umdenken zu bewirken. Eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, die sie bis dahin verdrängt haben oder glorifiziert haben. Und es ist, ich glaube, das war ein großartiger Job und es ist ein wunderschön gefilmter Film. Und er ist ziemlich hart, aber weniger in seiner expliziten Darstellung, sondern eher wirklich in den psychologischen Vorgängen, die diesen Leuten erkennbar werden und auch in den psychologischen Vorgängen, die in diesem ganzen Land erkennbar sind. Also es ist wirklich sehr beeindruckend. Ich würde dem jeden ans Herz legen. Das ist unglaublich gut. Dem würde ich auch glatt eine 9,5 geben. Oh. Also ganz hervorragender Film. Gut, was schaust du denn heute noch an? Was kommt dann als nächstes? Jetzt kommt Promised Land mit Matt Damon und danach Paradies, Glaube, Hoffnung, Liebe. Oh, du schaust dir den Ulrich Seidel an. Ja, der Ulrich Seidel ist im Wettbewerb. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen. Habe viel Kurioses gehört, sag ich mal. Aber ich bin gespannt auf jeden Fall. Und heute Abend geht es dann in die Retro. The Touch of Evil von Orson Welles. Oh. Habe ich noch nicht gesehen und dann gleich auf großer Leinwand. Perfekt. Da freue ich mich drauf. Ja. Perfekt. Ja. Ich komme jetzt mit dir noch in Promised Land und danach muss ich erstmal schauen. Ich glaube, ich habe mein Programm noch gar nicht so weit ausgearbeitet. Werde ich dann morgen erfahren. Das war's. Ja. Das war's von uns. Schönen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis bald, bis morgen.